Also, pass auf. Trifft sich Donald Trump und Angela Merkel und dann sagt Donald Trump, Angela, was ist eigentlich das Geheimnis deiner erfolgreichen Regierung? Sagt Angie, Donald, ich umgebe mich nur mit intelligenten Menschen. Ich gebe dir dafür ein Beispiel. Sie nimmt das Telefon in die Hand und ruft Wolfgang Schäuble an und sagt, hallo Wolfgang, hier ist Angela. Du bist der Sohn deines Vaters, aber nicht dein Bruder. Wer bist du? Sagt Wolfgang Schäuble, wie aus der Pistole geschossen, das bin ich. Davon ist Donald Trump so begeistert, dass er zurückfliegt und ruft sofort seinen Vizepräsidenten Pence an und sagt, Mr. Pence, ich habe eine Frage an Sie. Du bist der Sohn deines Vaters, aber nicht dein Bruder. Wer bist du? Sagt Pence, Mr. President, das ist eine sehr schwierige Frage. Bitte geben Sie mir einen Tag Zeit, darüber nachzudenken. Also legt er auf und sagt, wen könnte ich anrufen, um diese schwierige Frage zu fragen? Ihm fällt ein, Barack Obama. Er ruft ihn an und sagt, Barack, hier ist Vizepräsident Pence. Du bist der Sohn deines Vaters, aber nicht dein Bruder. Sagt Barack Obama, wie aus der Pistole geschossen, das bin ich. Am nächsten Tag ruft Vizepräsident Pence bei Donald Trump an und sagt, Mr. President, ich habe die Antwort auf Ihre Frage. Es ist Barack Obama. Da sagt Donald Trump, oh Gott, du bist ein riesengroßer Idiot. Es ist Wolfgang Schäuble.